Nach dem Guten. Nee, das hebe ich mir noch auf. Vielleicht habe ich ja nochmal Chance, die Feuerkraft zu erhöhen. Ich weiß nicht, ob das Ding so gut ist, ob ich mit dem überhaupt vernünftig umgehen kann. Aber egal. Ich habe erstmal ordentlich Munition für den Endkampf. Das hebe ich mir auch für dahin auf. Natürlich. Bülverchen. So. Boah. Verdammt! Sie kriegen mich nicht klein. Das war fies und creepy. So. Komm, Alter, wie weit hoch? Ach, jetzt sind wir in dem komischen Turm, der hier gebrannt hat. Ah, okay, verstehe. Ich guck lieber mal hier, nicht, dass ich die ganze Zeit an irgendwelchen Sachen vorbei renne. Kommst zum Showdown? Och nö. Och nö. Kann ich. So, jetzt muss ich es mal ausprobieren, ob ich hier. Oh oh. Ob ich die mit dem Messer fertig machen kann. Ja, ist mir klar, dass der nämlich gleich wieder sehen wird. Bleib mal da stehen. Oh, das geht sogar. Ich dachte, die wären stärker. Oh, oh. Ah, toll. Oder sind das die ganz einfachen... Alter, was soll das? Oder sind das die ganz einfachen Gegner? Ist nicht so schlimm, wir haben gespeichert. Oder sind das die ganz einfachen Gegner, die jetzt einfach bloß so ein bisschen kräftiger wirken? Habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt zwischendurch? Könnte sein. Was ich aber wieder echt schade. Nee, das hebe ich mir für mein Schlussplädoyer, sage ich mal, auf. Ich gebe ja eh bei jedem, am Ende von jedem Spiel nochmal mein Statement ab, wie es mir gefallen hat. Ich meine, das ist. Wo? Das ist ja jedem seine Sache, ne? Wie ihm was gefällt. So, was haben wir denn mit dir jetzt hier? Ich weiß nicht, könnte auch gut sein, dass das bloß so lange geht, wie die nicht am Fackeln sind. So, vergiss es, du siehst mich nicht. Ja, ein Pulverchen, schön. Ich werde das jetzt hier ganz gemütlich und gesittet machen. Also bitte erwartet jetzt nicht bloß, weil ich jetzt das MG hier vollgeladen habe, dass ich das hier nutzen werde, beziehungsweise verschwenden werde. Was? Wo denn? Wo denn? Wer soll mich jetzt hier gesehen haben? Die brennen. Oh oh. Mach hin, Mann. Hallo? Hallo, sollst du dich dagegen stellen, Mann? Oh, warum klettern? Du bist. Oh, du bist ein. Arsch allererster Güte. Piss dich! Oh, ja, natürlich. Und schon wieder macht er mich kalt, oder was? Blöder Wichser, Alter. Boah, hallo? Weißt du? Was ist das für eine Scheiße? Ich will mich die ganze Zeit gegen die Ecke da lehnen. Weißt du? Damit ich das Messer rausholen kann und den dann gleich... Oh. Das regt mich auf an dem Spiel. Jetzt hau ab da. Vielleicht hätte ich auch einfach mal... aufleveln sollen, dass der beim Kriechen schneller latscht. So. Ja, voll. Dreh dich um, du Penner. Warum muss der auf die scheiß Kiste hochsteigen? Das sollte er überhaupt nicht machen. Der sollte sich ja bloß gegenlehnen und dann genau diesen hier machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn die uns erkannt haben, dann sind die doch, ja...
etwas schwieriger zu besiegen. Oh, das war... Nee, das war nicht voll. So. Macht das jetzt vielleicht? Ach, jetzt macht das, ja? Yes. Oh, Entschuldigung. Lalala, der da oben stört mich. Ah, oh, der ist weg. Okay, er ist es nicht. Wie soll denn der mich jetzt gesehen haben? Ah, okay, gut doch. Na komm. Genau so sollte das letzte Mal auch laufen. Drecksack. So. Machen wir jetzt aber weiter hier schön ruhig und gesittet. Er da oben ist noch. Ich weiß aber nicht, wo der lang geht. Okay, er geht runter. Oh. Hm. Untersuchen? Nägel, okay. So, der Prinz ist jetzt da oben. Ja, ja, gucke du mal. Sobald du wieder zurück gehst, komm ich hinter... Oh, oh. Komm ich hinterher. Wünsche dich. La, la, la. Er hat ja einen längeren Weg vor sich, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, hier wird nicht geklettert. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein! Oh oh. Oh oh. Oh, oh, oh. Tschüss. Scheiße. So sollte das nicht laufen. Das scheint aber nicht der schnellste zu sein. Kann ich hier noch schnell? Hallo? Mach mal die Flammen weg, sonst kann ich dich nicht pieken. Komm mal her hier. Ernsthaft. Oh, leck mich ab. Hallo? Ge Mann, Basti. Vollidiot. Naja, vielleicht funktioniert es ja auch so. Nein. Boah. Wo bist denn du jetzt? Oder kommst du von der anderen Seite hoch? Nee. Mach mal die Flamme aus, sonst kann ich dich nicht pieken. Oh. Ja, das war klar, das war klar. Och, weißt du was? Hier, komm, fick dich. Oh, oh. Entschuldigung. Das ist aber auch scheiße. Das ist auch scheiße für euch. Wenn ich hier die ganze Zeit rum... Ja, wie ein Lahmarsch hier halt rum, mich rumbewege. So, mein Gott. Schwieriges Wort. So, was haben wir hier noch? Voll... Ist doch klar. So, in Ordnung. Ne? Da gehe ich nicht ran. Soll das so sein? Das hat er für ein Problem. Komm mal, warte mal. Das sind aber noch zwei Pfeile, die ich gerne hätte. Bleibt jetzt da stehen. Nee. Ich sag mal, bleibt jetzt da stehen und wütet weiter rum. Oh, fuck. Mann, Basti, stell dich an die scheiß Mauer, Alter. Der macht mich manchmal irre. Nein. Mach die Flammen weg. Mach die Flammen weg. Warum? Mann, immer dieselbe Scheiß. Nein! Oh. Oh, oh. Ja, hau mich nochmal, dann bin ich fast tot. Danke. Penner! Ja. Lad mal nach.
Läuft schon wieder richtig gut. Bei meinem Glück fällt er hier von der Wand und verfolgt uns. Nimm mal. Muss ich irgendwas machen? Nö. Komm ich denn hier hin? Boah! Warte mal. Warte mal. Ein bisschen Glück. Juhu! So. Yeah! Blöd ist bloß, ich frage mich jetzt, ob das mit der normalen Waffe auch funktioniert hätte. Ernsthaft. Danke. Okay. Macht wahrscheinlich irgendwelche Flammen aus. Nein, mach das Tor auf. Schön. Zwischenspeichern. Danke. Ach, das war doch wieder so klar. Was sind denn die jetzt? Ich hätte ja gern Kaffee. Hier gibt es wohl kein. Wie ist denn jetzt hier gelandet? Oh. Shit. Ich muss erst mal gucken, wo ich hin muss hier. Okay. Sehe ich auf der anderen Seite, so es aussieht. Bin ich nicht von hier gekommen? Na klar bin ich von hier gekommen. So, wo sind jetzt unsere Freunde hier? Ich schätze mal nicht, dass die sich weiter bewegen werden, oder? Kann ich nicht einfach um die rumgehen? Ich versuch's mal. Ich würde gerade sagen, vielleicht kann ich es auch ein bisschen schneller machen, aber es sieht eher nicht so aus. Die Herrschaften haben ein feines Gehörchen. Oh, 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 oh. Alter! Oh. Gerade noch rechtzeitig. Ja, du darfst ja auch nochmal herkommen. Und lass die Flammen weg, Kollege. Lass die Flammen weg. Du brauchst dich gar nicht so oft klustern. Das ist ein netter Killingplatz. Gefällt mir. Da wäre es bloß noch einer. Oh, da können wir uns am besten reinlegen. So viel schöne Suppe. Weißt du, und er sieht das nicht mal. Es wäre ja cool, wenn er das sehen würde und nachgucken möchte, was da los ist. Und wir den dann auch noch fertig machen können. Aber man kann halt nicht alles haben. Lecker Suppe. Und wie ich mich kenne, beim letzten verkacke ich es dann. Natürlich. Oh. Dreh dich um. Mach die Flamme aus und dreh dich um. Oder komm jetzt hier. Komm. Oh. Ey, ich habe gerade gedacht, der fängt an, sich richtig zu wehren und wir sind am Arsch. Das wäre so fies. So, jetzt müssen es aber alle gewesen sein, oder? Ich hoffe. Theodore! Ich komme! Möchten Sie die Barbarität zurückreißen? Geben Sie mir die Macht des Kerns. Warum will jeder Union kontrollieren? Es ist nicht mal real. Union ist besser als die Realität. Union ist Morbius. Ihre Geister sind damit verbunden. Union zu kontrollieren heißt, sie zu kontrollieren. Und mit ihnen kontrollieren die Welt. Wenn Sie denken, ich helfe einem Arschloch wie Ihnen, Arschlöcher wie die zu übernehmen, sind Sie verrückter als gedacht. Eben. Gibt es keine Weltherrschaft. Nägel. Okay, wir können uns noch ein paar Bombenpfeile basteln. Lecker. Ist auch was für mich? Natürlich nicht. Ich habe so das Gefühl, kann mich da natürlich auch täuschen. Wir kommen noch mal in unser Zimmer.
wenn er letztes Mal uns nochmal richtig schön, ne? Aufleveln, herstellen, alles was man so braucht und dann geht's gegen Theodor. Und ich hätte gern echt irgendwie einen Kaffee. Oder ich muss meine Gesundheit nochmal. Ja? Genau, einfach die Gesundheit verbessern. Dann mal. Hier speichert schon. Muss ich jetzt weiter nach oben? Oder muss ich hier rein? Guck erstmal. Sieht ganz sicher aus. Vier, das Manuskript 2. Wenn ich zum Kern geworden bin und diese neue Welt in meiner Vorstellung errichtet habe, wird die Realität schnell folgen. Mobius hat bereits in allen Bereichen der Gesellschaft Fuß gefasst. Und sie waren dumm genug, sich selbst eine tickende Zeitbombe ins Gehirn zu pflanzen. Sie sehen sich als Wölfe und den Rest als Schafe. Aber ich bin der Hüter und warte nur darauf, die Wölfe zu erledigen, wenn sie nicht aufpassen. Sobald Union in meine Hände fällt, sind die Tage von Mobius gezählt. Ach Mann, mir fehlen noch neue Sachen. Das ist so schade. Das hatte ich aber beim ersten Teil auch gehabt. Da musstest du ja Platten sammeln irgendwie, um eine Karte fertig zu kriegen. Habe ich glaube ich bis heute noch nicht. Na toll, jetzt ist hier voll. Naja, gut. Aber immer noch nicht ganz. Also es würde immer noch Sinn machen. Ah. Ha. Okay, wir haben nochmal Teile. Ja. Mein Zimmerchen. Juhu. Wie gesagt, ich weiß halt nicht hundertprozentig, aber ich denke, ich gehe mal schwer von aus, dass das jetzt. Sie können einfach nicht ohne mich, oder? Ja. Ja, ich gehe mal schwer von aus, dass der Endkampf gleich kommt. So, Gesundheit. Warte. 12.000! Ich kann es nicht mal machen, Kacke. Das ist ja scheiße. Erhöht die Schmerztoleranz, sodass du einfach überlebst. Ja, machen wir einfach. Gut, hat mich... Hallo? Hat mich jetzt nicht so viel weitergebracht. Habe ich eigentlich hier noch irgendwas? Habe ich noch Schlüssel? Nö. Alles klar. Man muss ja vorher gucken, weil ich will den Endkampf nicht 5000 Mal machen. Obwohl, wenn der so ist wie im ersten Teil... Warte. Wenn der so ist wie im ersten Teil, dann dürfte es ja an sich kein Problem sein. Ich habe jetzt 130 Waffenteile. Halt. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Aber ich will mich nicht nochmal wiederholen. Ach ja, so. Altar in Flammen. Er wird brennen. Er wird sowas von brennen. Er wird sowas von sterben. So. Aber wahrscheinlich werden wir erstmal ein paar Mal sterben. Oder wenn das Spiel fies ist, gibt es nochmal einen fetten Arena-Kampf, wo dann alle blöden Viecher nochmal kommen. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Ja, vergiss es. Um ehrlich zu sein, mir war Laura irgendwie jetzt rückblickend gesehen lieber wie manche Herrschaften hier.